Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei Finanzkroko. Heute geht es um den Dividendenkalender von meinem Sohn. Ja, wir haben den heute quasi fertig gemacht und ausgedruckt. Er ist jetzt auch auf Papier. Hat er den. So, mein Sohn ist auch mit dabei. Er sagt einmal bestimmt einmal Hallo. Hallo. Bisschen lauter. Hallo. So, und ja, gehen wir mal durch, was es Neues im Dividendenkalender von meinem Sohn denn jetzt enthalten ist. Die meisten Unternehmen sind so geblieben. Wer mich verfolgt, kennt die schon. Aber einiges ist dazugekommen. Wir sehen hier den Dividendenkalender, wann er die Dividenden bekommt. Also zum Beispiel im Januar erhält er von Republic Services, von PepsiCo, von Cisco Systems und jetzt Boah, neuerdings ey. Auch von Disney. Von Walt Disney, das wollte er auf jeden Fall immer haben, den hat er jetzt auch im Depot. Dann haben wir zum Beispiel hier im Februar Fastenal, Siemens und Stryker. Hier sieht man auch schon, die neuen ist dazugekommen, eine Siemens ist dazugekommen, aber auch eine Stryker, wie mein Sohn schon sagt, genau. Dann haben wir im welchen Monat noch? Im März, genau, die März, Juni, September und Dezember sind auch welche dazugekommen, obwohl diese Monate, die sind ja schon sehr, sehr voll gewesen, aber jetzt noch ein paar dazugekommen. Microsoft, Visa und Movi. Genau, das sind die neuen, die dazugekommen sind. Die haben wir auch recht günstig, ich sag mal, geschossen im März und teilweise, glaube ich, April, aber hauptsächlich im März. Wie zum Beispiel, ja genau, dann haben wir auch, ich schau mal runter, hier sehen wir, was er so bekommt. Und man sieht also mittlerweile, derzeit sind das jetzt schon 81 Euro, die er in einem Jahr an Dividenden erhalten wird oder erhalten hat so. Teilweise hat er ja schon welche bekommen. Ich weiß nicht, kennst du noch deinen alten Stand, was du vorher noch bekommen hattest? Das war etwas mit 50 Euro, glaube ich, ja? Mhm. War das, glaube ich. 50. Genau, also vor kurzem, bevor 51, wir das... 51, glaube ich. Oder 56. Ja, kann auch sein. Ich glaube, sowas in der Dreh, also 55, 56 Euro hat er, glaube ich, noch vorher bekommen. Jetzt haben wir einen Teil seines Sparbuches aufgelöst gehabt im März, April. Stimmt's? Mhm. Ein Teil. Und haben das Geld halt, wie eben schon gesagt hat, eine Siemens zum Beispiel, eine Visa, eine Movi, eine Walt Disney, aber eine Stryker. Da. Genau, das sind eigentlich die neuen. PepsiCo haben wir auch nur dazu genommen oder hatten ja, wir die schon gehabt? PepsiCo auch. Hatten wir auch dazu genommen, genau. Also genau, stimmt da, ja. Hier sind nur neue. Genau, das sind die neuen und das sind die, die du schon hattest. Genau, diese hatten wir schon gehabt ja, in deinem Depot. Genau, die hat das schon. Genau. Ah, hier, guck mal, Gazprom hast du noch letzten, fürs Halbjahreszeugnis ja, erhalten, letztes. Ne, letzten, genau. Nice. Ja, diesmal hast du wieder, heute ist ja Zeugnistag gewesen, ja. Ein sehr, sehr gutes Zeugnis wieder erhalten. Ne? So, und das sind halt die neuen, stimmt. Und jetzt haben wir quasi von 56 Euro auf knapp 81 Euro erhöht. Das macht schon eine enorme Kraft aus, ne, so 80 Euro im Jahr zu bekommen, ist schon eine ja. feine Sache, oder? Ja, ne? Und ja, ich denke mal, sind interessante Unternehmen dabei. Also wie gesagt, eine Siemens, eine Microsoft, eine Visa, eine Walt Disney, eine Pepsi, eine Stryker und eine Movi. Alles Unternehmen, die zukunftsstark dabei sind. Also eine Movi mit einer Lachszucht, da sehe ich auch sehr, sehr viel Potenzial. Eine Stryker im Gesundheitswesen haben ja auch die KI, also Roboter-KI für zum Beispiel Hüft-OPs, sehr, sehr gut dabei. Eine PepsiCo ist sehr, sehr solide. Ich denke mal, Pepsi. Konsum, Pepsi und auch Chips, diese ganzen Sachen produzieren sie ja. Und da sind die halt sehr, sehr gut dabei. Also ein sehr solider Wert. Walt Disney, da setzen wir natürlich Filme haben sie genau, Parks, aber auch jetzt Streaming ganz groß ja. Haben wir auch Disney zu Hause. Plus. Disney Plus, genau. Also da sehe ich auch sehr viel Zukunftspotenzial in Walt Disney, eine Visa mit der Visa-Karte zahlen, Kreditkarten ja. Und ich denke mal, die Leute, die werden auch viel weniger mit Bar bezahlen in der Zukunft und da ist Visa sehr, sehr gut aufgestellt, haben einen Marktanteil von 50%, Mastercard hat glaube ich etwa 25%, also Visa-Karte ist auch, also die Visa ist auch sehr, sehr gut zukunftsorientiert aufgestellt und mein Sohn hat ja noch sehr, sehr viele Jahre vor sich, da werden sich noch sehr, sehr gut entwickeln, diese Unternehmen, dann Microsoft auch mit dem Cloud-System okay. dabei, da sehe ich auch sehr viel Potenzial, eine Siemens, die sich jetzt aufspalten wird.
Und da sind ja auch mit im Softwarebereich auch sehr gut vertreten. Deswegen und aber auch eine Siemens gehört einfach ins Familiendepot, weil natürlich auch unsere Oma mit Nachnamen Siemens heißt und deswegen gehört Siemens sowieso ins Depot. Das ist selbstverständlich. So, ja, das waren die neuen Unternehmen. Wie gesagt, wir haben es jetzt im Dividendenkalender von etwa 56 auf 81 Euro anheben können. Das macht schon ordentlich viel Taschengeld dazu, diese 80 Euro. Da freut er sich auch enorm und der Dividendenkalender wird immer größer. Ich denke mal, in der Zukunft werden wir auch noch ein bisschen nachkaufen. Es wird wahrscheinlich kaum neue Unternehmen dazugenommen werden. Ich denke mal, wir werden eher noch da oder da nochmal Mehr ein, kaufen. genau, einen Nachkauf tätigen, weil wir sind so eigentlich so haupt, ich sag mal, zum größten Teil schon sehr, sehr zufrieden mit diesem Dividendenkalender, wie er jetzt aufgestellt ist. Ich möchte noch mehr im August haben. Ja, da müssen wir gucken. Vielleicht machen wir auch noch einen Striker, noch aufstocken oder vielleicht finden wir noch was für August. Oder Noch Fastenlohn. ein, genau, oder Fasten vielleicht aufstocken. Oder vielleicht finden wir, wie gesagt, noch ein Unternehmen, was so in diesem Bereich August noch zahlt. Was auch natürlich voraussichtlich ist natürlich, das Unternehmen muss sehr solide sein, muss zukunftsorientiert sein. Nur, dass es in August auszahlt, ist nicht kein Kriterium, sondern es muss wirklich top aufgestellt sein. Dann, wenn es noch zusätzlich in August ist, dann kann man es nehmen. Ansonsten würde ich dann eher vielleicht Striker aufstocken, weil bei Striker sehe ich immer noch sehr, sehr viel Potenzial für die Zukunft. Ja, das war's dann für das Video. Hast du noch was dazu zu sagen? Nein. Nein, ne? Ja, dann würde ich sagen, kannst du einmal reinwinken und dich verabschieden. Ciao. Ja, und wir, ich würde sagen, sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.